Dann müssen wir jetzt mal schauen, was wir jetzt machen. Und zwar gehe ich jetzt mal nach Erklimmen. Soll ich das Ding mitnehmen oder? Benutzen? Dazu brauche ich mein Zeitfunkgerät. Dann nehmen wir das Zeitfunkgerät nochmal. Hier. Die Verbindung zu den anderen Teams steht noch. Ob ich nochmal vers. Okay. Benutzen. Ich weiß in etwa, wo das zweite Team ist. Aber um dahin zu kommen, brauche ich ein Boot oder so. Wir könnten hier vielleicht was raussuchen. Oder unten den Tisch. Das ist alles völlig zerstört. Hier war schon. Ah, ich finde es auch nicht gut, dass sie dieses, das... Gut, ich meine, es wird keiner mehr klauen. Hier ist niemand mehr, der irgendwas klauen könnte, aber... Aber stell dir mal vor, hier kommt ein Mensch lang, was der denken muss, wenn hier so ein Zeug steht. Den Tisch kann ich gar nicht mal anfassen, oder was? Okay, ich will hier mal hier rein. Ne, Tisch nimmt sie nicht mehr. Sitzfläche ist kein Boot. Und der Swenson glaubt uns das natürlich. Da! Das war knapp. Ich sollte aufpassen, wo ich hintrete. Alles klar, da kommen wir also gar nicht durch. Globus! Na also. Er hängt nur noch an einem Scharnier, aber scheint dennoch stabil. Das kann man doch als Boot nutzen. Mit bloßer Gewalt bekomme ich den nicht ab. Der Globus ist über das Scharnier fest mit dem Gestänge verschraubt. Alles klar. Ja, das scheint mir das geeignete Werkzeug zu sein. Na also, und dann nach unten. Wir haben ein Boot! Einsteigen. Das würde vielleicht als Boot ausreichen, um das zweite Team zu suchen. Aber ohne Paddel bringt das nichts. Du hast hier ein... Die kleine Schaufel ist nicht groß genug für ein Ruder. Ich brauche etwas, mit dem ich weiter ausholen kann. Eisenstange mit kleiner Schaufel. Die Stange passt genau in die Wölbung vom Griff des Bleches. Mal sehen. So. Und jetzt? Die Konstruktion ist noch nicht sehr stabil. Könntest mit der Wäscheleine... Ja, mit dem Seil kann ich die beiden Teile fest zusammenbinden. Hey, das sieht aus wie ein Paddel. Okay, dann... Auf geht's. Menschen sind erfinderisch in der Not. Das haut aber nicht so wirklich mit dem Ding überein. Aber okay. Wollen wir schon mal rauskommen? Oh. Der Anzeige nach muss die zweite Kapsel hier ganz in der Nähe sein. Das war mal eine Autobahn und ist jetzt ein reißender Fluss geworden. Ach du Scheiße. Es muss umgekippt sein, als der Wasserspiegel gesunken ist. Da scheint etwas hinter der Plane zu sein, aber mit bloßen Händen bekomme ich sie nicht ab. Dann nimm das Messer. Hinter der Plane waren Fässer verborgen. Sie scheinen leer zu sein. Fass? Das Fass kann ich auch mit bloßer Hand rausziehen. Okay, dann machen wir das mal. Ah. Das mache ich bestimmt nicht noch einmal. Alles klar, sie muss sich hier also einen Weg rüber basteln jetzt. Stein? Die Steine werden von dem sauren Wasser umspült. Ist da noch saures Wasser? Na klasse. Dann geh mal hier rüber. So kann ich das Brett nicht nehmen. Sie kann also gar nicht da reinrennen, oder was?
Haben wir hier noch irgendwas? Brett? Oh. Ein kurzes Brett ragt aus dem Schlamm heraus. Dann nehmen wir das doch gleich mal. Und legen das auf den Stein. Haben wir sonst noch irgendwas hier? Abgrund. Das Wasser ist also alles sauer, komplett. Salvador! Delvin! Faye! Bist du das? Alles klar. Alles in Ordnung bei euch? Nur ein paar Kratzer. Aber ich weiß nicht, wie lange wir hier noch in Sicherheit sind. Wo ist Nigel? Er ist tot. Und die anderen Teams sind alle tot. Dann lass dir schnell was einfallen, wie wir hier wegkommen. Sonst bist du bald die einzige Überlebende. Alles wie klar. Wie kann ich euch helfen? Du musst einen Weg finden, uns von hier wegzubringen, bevor die Zeitkapsel abstürzt. Aber wie soll ich das schaffen? Wir haben hier noch ein Seil. Wir können es mit der Harpune zu dir nach oben schießen, aber das ist auch schon alles, was wir tun können. Gut, probieren wir es aus. Haben sie das jetzt gemacht, oder? Ich gehe mal hier rüber. Es geht, ne? Ja. Die Steine werden... Okay, hier rüber kann ich nicht gehen. Ne, die geht nur bis hierher. Tür? Ich könnte wahrscheinlich die Leertaste aktivieren und würde was Neues finden. Wenn ich das Paddel hier rüberlege? Macht's ja nicht. Verstehe ich nicht. Ja, ich auch nicht. Hier drüben was finden wäre vielleicht ein bisschen sinnlos, weil ich hier noch nicht hinkomme. Fast kann ich nicht mehr erreichen jetzt. Doch, immer noch. Er wird es wahrscheinlich nicht machen jetzt, ne? Das mache ich bestimmt. Ach, alles klar, Moment. Die geht hierher, nimmt das Brett mit und legt es hier rüber. Alles klar. So. Nehmen. So, hier rüber. Und das hinlegen. Brett ist zu kurz. Achso, okay, dann nehmen wir natürlich das lange Brett auch noch. Oh, Moment. Erstmal hier rüber. Nehmen. So, genau. Und jetzt können wir nämlich ganz einfach das lange Brett hierher. So. Und das kurze Brett hier. Puh, das mache ich bestimmt nicht noch einmal. Hoffentlich musst du das auch nicht. Jetzt haben wir hier einen Stahlträger. Ein Teil der Brückenkonstruktion. Nein, wirklich. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Fahrzeug. Ach, und mit der Winde kann ich dann wahrscheinlich Leute nach oben ziehen. Ach, und hier ist das Seil. Der Schlüssel steckt. Dieses Fahrzeug könnte tatsächlich noch funktionieren. Aktivieren. Hm. Der Schlüssel steckt. Mal gucken. Das Auto springt tatsächlich noch an. Ich stelle es erstmal wieder ab. Besser so, das ist nämlich sehr laut. Seil aufnehmen. Und jetzt das Seil ans Fahrzeug hängen. Das bringt nichts. Warum nicht? Also an sich ist es ziemlich logisch, wir, die haben... Mal gucken. Ja, okay, okay. Oh, mach's aus. Oh mein Gott. Das Auto springt tatsächlich noch an, aber ich stelle es erstmal wieder ab. Abschrauben kannst du auch nix. Nee. Messer auch nicht. Seil. Ah, das Seil könntest du theoretisch erstmal. Oh, Moment, gut. Seil? An den Stahlträger. Auf die Art rutscht das Seil von der Stange ab, wenn man daran zieht. Okay, dann gehen wir erstmal hier hinter und gucken mal, was die Leute jetzt noch so haben. Ich hab das Seil! Was jetzt? Schau dich um! Du musst es irgendwo befestigen, um uns hochziehen zu können!
Also doch am Auto. So, am Auto befestigen. Bestimmt nicht. Warum denn nicht? Auf die Art rutscht das Seil von der Stange ab, wenn man daran zieht. Okay, es rutscht also auf diese Art ab. Was haben wir denn noch im Inventar? Funktioniert auch nicht. Messer am Seil? Auf keinen Fall. Es ist so schon reichlich kurz. Seife, Datenkristall. Hier ist nichts mehr. Langes Brett kann ich das vielleicht mitnehmen. Das mache ich bestimmt nicht noch einmal. Nee, wir sind nicht okay. Die Steine werden nur umspült wahrscheinlich. Die Steine werden... Ja, das ist klar. Ich probiere mal ganz kurz. Ja, ja, genau, ja. Ach, was ist das denn? Schlammhaufen. Na nö. Die Hinterachse ist mit Schlamm bedeckt. Und was wenn wir graben? Mit bloßen Händen? Nee, genau. Paddel. Ja, damit sollte ich die Hinterachse vom Schlamm befreien können. Felge. Ach, alles klar, nehmen. Felge an Seil. Ich könnte das Seil auf die Felge legen wie bei einer Laufrolle, aber dazu müsste ich die Felge noch irgendwo befestigen. Die Felge am Stahlträger befestigen. Wäre doch eine Option. Und dann halt das Hochziehen wie bei der Winde. Fertig ist eine Laufrolle. So, Seil. Stahlträger. Ich habe das Seil über die Felge gelegt. Dann... Seil aufnehmen und ans... Fahrzeug anschließen, theoretisch gesehen. An die Hinterachse. So. Hält. Und go. Jetzt holen wir die Leute hoch. Der Schlüssel steckt. Na dann. Los geht's. Und so kam es zur Wiedervereinigung mit Salvador und Delvin. Der Weg zurück zum Global war die Hölle. Also wirklich. Ich kenne ja die Theorien zum Klimawandel. Und ich bin weiß Gott auch der Ansicht, dass etwas getan werden muss. Aber ich verstehe nicht, warum Sie sich diese lächerliche Geschichte ausdenken. Es ist die Wahrheit. San Francisco unter Wasser? Tornados in Europa? Und das alles schon 2050? Lächerlich. Wir benutzen die eine andere Zeitrechnung. Ah, alles klar. Ihr könnt nicht einmal voraussagen, welches Wetter in einer Woche ist und haltet ein halbes Jahrhundert für zu kurz? Allerdings. Man dreht sich nur einmal kurz um und schon sind 10 Jahre verstrichen. Das Kind ist groß, die Frau ist krank und... Ach. Und die Pole sind geschmolzen, eben. Eben nicht. Die Welt ist konstant. Es sind nur die Menschen, die sich ändern. Wenn es doch so wäre. Wir benutzen eine andere Zeitrechnung als ihr. Vielleicht meinte ich auch 2500. Na, wenn das so ist, können Sie sich doch auch getrost an meinen Sohn wenden. Er führt meine Forschungen weiter. Er ist der Svensson, den Sie suchen. Warte, ich bin mir doch sicher. Es war 2050. Hören Sie, ich kenne die Studien. Mein Gott, ich habe selbst welche verfasst. 2050 ist Humbug. Wie der Rest Ihrer Geschichte. Wie gesagt, wir waren auch überrascht. Oh Mann, Sie haben Ihre Rolle wirklich gut einstudiert. Also dann, willkommen im 20. Jahrhundert. Fahren Sie fort. Was hat das Ganze mit mir zu tun? Dazu wollte ich ja gerade kommen. Wie gesagt, der Rückweg zur anderen Zeitkapsel war eine Tortur. Ich hoffe, die Geschichte hat auch eine Pointe. Soll ich jetzt weitererzählen? Kommt drauf an. Wie lange dauert es denn noch? Na gut, wie du willst. Ich kürze die Geschichte etwas ab.
Wir hatten also schließlich das Global erreicht. Mittlerweile war es Nacht. Und wir beschlossen, in den Ruinen Quartier zu beziehen.